Dämonenjäger. Unzählige Welten hat die Legion zu Asche verbrannt. Dennoch seid ihr dem Ruf gefolgt. Und nun sind diese ignoranten Sterblichen gekommen, um ihre Erlöser zu vernichten. Unsere Zeit ist knapp. Ich kümmere mich um diese Eindringlinge. Euer Ziel ist jetzt Mardum. Findet den Sagarit-Schlüsselstein. Geht jetzt. Doch vergesst nicht, wenn ihr versagt, werden alle Welten brennen. Ja, servus meine Jungs und Mädels. Damit begrüße ich euch zum neuen Let's Play Projekt und zwar World of Warcraft. Ja, meine Leute, ich spiele World of Warcraft mit euch und ja, Bams. Vor mir sind meine ganzen Leute hier gespawnt. Ich habe mir überlegt, ich spiele in der Zeit sehr viel WoW und dachte mir, ich werde das in meinen Kanal mit einbinden. Und werde mal. Ich merke gerade irgendwie, der Sound von Illidan ist mega leise. Werde mal das Spiel, oder eher gesagt, die Story um den Demon Hunter, die neue Klasse, die es in WoW im Übrigen gibt. Wer das noch nicht weiß, sollte man eigentlich wissen, will ich als Let's Play Projekt machen. Sprich, ich werde, das Leveln von, hier, Level 98 bis 110 zeigen, was das Max Level gerade ist in dem Spiel. Wer WoW nicht kennt, wird es auf jeden Fall noch im Let's Play kennenlernen. Ich meine, WoW sollte eigentlich fast jedem eigentlich ein Begriff sein. Es ist in der Gamer-Szene sehr berühmt, sage ich mal, würde ich behaupten. Ist ja das größte Massively Multiplayer Online Roleplay Game, was es momentan gibt. Abgekürzt auch MMORPG. Ja, und ich denke mal, ich werde nebenbei noch was erzählen zu WoW, was meine Vergangenheit in WoW betrifft, weil die sehr, sehr groß ist, weil ich möchte es nur mal ganz kurz zeigen. Alleine schon, was ich an Titeln habe, sagt eigentlich schon fast alles aus. Das heißt, ich habe eine Menge WoW gespielt und ich glaube, meine Erfolgspunkte sagen es auch relativ eindeutig aus. Ich habe 12.000 Erfolgspunkte, also ich habe sehr viel, würde ich behaupten. Also für den Standard-Let's Player, den es wahrscheinlich auf der Welt gibt, die vielleicht mal WoW angefangen haben für ihr Let's Play-Projekt, ist das schon was anderes, würde ich behaupten. Und ja, wir werden auf jeden Fall die Story um den Demon Hunter ein bisschen spielen. Sprich, wir werden jetzt erstmal das Startgebiet mit dem Demon Hunter ein bisschen durchzocken. Ich werde das Projekt noch alleine bestreiten. Vielleicht schaffe ich es dazu, den Sven noch ins Boot zu kriegen. Oder vielleicht sogar mein Bruder, der das auch mal ein bisschen versucht hat zu Let's Playen. Mal schauen. Aber ich denke mal, das Startgebiet werden wir selber machen. Das sind ja nur zwei Level, die wir machen, da wir mit Level 100 starten werden. Den Server behalte ich mir mal vor. Das Einzige, was ihr lediglich lesen könnt, ist der Name unten. Also, ja, viel Glück. Findet da gerade meinetwegen raus, auf welchem Server ich bin. Sagen werde ich es auf jeden Fall nicht. Ihr müsst es schon quasi selber herausfinden. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal los. Ihr habt ja gerade die Zwischensequenz gesehen. Es geht um Illidan, den ja großen Verräter der Elfen, der wohl irgendwas von uns will, dass wir einen Schlüsselstein finden. Und seine Truppe oder seine eigene, ich würde mal sagen, fast schon sagen Gilde, die Illidari, dazu aufgefordert hat, was zu finden. Und wir fangen mal hier an. Ich werde mir mal vorbehalten, auch alles vorzulesen, denn jeder weiß, ich bin ein verdammt schlechter Vorleser. Vielleicht habe ich das Spiel auch relativ laut tun, aber ich die Kopfhörer noch zu leise. Ich verstehe selber fast schon nichts. Oh! 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 Was ist das? Was soll das denn? Hallo, das ist ja unfair. Das macht ja Schaden von da oben. Okay. Fürst Illidan kennt den Weg. Fürst Illidan kennt den Weg. Wir sollen als Mission hier ein paar Dämonen töten. Ich habe ein paar Mods am Start, wie ihr seht. Also, wer das Standardspiel kennt, weiß, dass ich ein bisschen, dass es ein bisschen anders aussehen würde. Ich habe ein paar Mods am Start. Dazu werde ich, wenn es gewünscht wird, vielleicht mal ein Video zu machen, was für Mods ich nutze. Es sind nicht allzu viele. Und ja, hier ist schon ein kleines Feature, nämlich beim Demon Hunter. Der kann nämlich schweben. Wenn man nämlich die Leertaste gedrückt hat, kann der schweben. Und ja, wir fangen mal an. Ich habe schon Demon Hunter auf über 100. Das ist also mein zweiter Demon Hunter. Deswegen, ja, boxen wir uns mal hier so ein bisschen durch. Ich kenne auch schon so ein bisschen die Steuerung vom Demon Hunter. Ich werde den wahrscheinlich, wobei ich es mir jetzt gerade selbst anders überlegt habe, ich tippe mal, ich werde den wahrscheinlich als Damager spielen.
Vielleicht oder als Tank. Mal schauen. Ich werde mal drauf schauen. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentar schreiben, wenn ihr euch in WoW auskennt. Was würdet ihr denn bevorzugen, was ich gerne spielen soll? Soll ich Damager spielen oder soll ich eher einen Tank spielen? Denn es gibt zwei Ausrichtungen. Es gibt nämlich Rachsucht, das ist die Schutzskillung, und Verwüstung, das ist die Schadensskillung beim Demon Hunter. Ich habe Schutz noch nie ausprobiert mit dem Demon Hunter. Könnte ich mir mal angucken. Wir bleiben erstmal, also für Schlaggebiet auf jeden Fall erstmal auf Schaden. Denn das ist eindeutig besser. Vielleicht spielst du doch etwas laut. Moment. Jetzt mal hier den optimalen Ton für mich finden. Ist auch das erste Mal, dass ich WoW wirklich Let's Playe. So, und ich muss mir halt einfinden. Ich weiß halt noch nicht, wie ich es schneiden werde. Ich hatte mir mal überlegt, weil es vielleicht doch relativ langweilig werden würde, wenn ich die ganze Zeit nur hier rumlaufe, laber hier und da. Vielleicht würde ich es doch eher so machen, dass ich so eine Art kleines Best-of-Folgen quasi mache. Weil 110 oder quasi jetzt die 19 Level zu machen, ist doch schon relativ langwierig. Das dauert doch schon wirklich sehr lange. Das alles einzufangen im Let's Play ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich werde diesen Wischer machen. Dieses Ranstürmen. Das macht halt Schaden auf meinem Weg. Ich muss halt hier Dämonen töten, wie man vielleicht sieht oben rechts. Kann man die Quests danach lesen. Ja, wie gesagt, also dem WoW kein Begriff sein sollte. Ich denke mal, das wird's. Ich denke, es wird's nicht geben. Also ich denke mal, jeder wird WoW kennen. Es ist wirklich das größte MMORPG, was es eigentlich auf der Welt gibt. Das mit den meisten noch aktiven Spielern, muss man dazu sagen. Ich war auch lange Zeit wirklich aktiver Spieler, habe lange Zeit aktiv geradet. Ja, ich hoffe, das ist euch alles ein Begriff. Ich glaube, vielleicht ich bin ein bisschen zu forsch, was meine Sprachauswahl antrifft, beantrifft, weil ich rede vielleicht doch schon eher so wie Pro-Gamer, wenn ich schon von Raiden und sowas rede, aber ich hoffe einfach mal, dass ihr es kennt. Ich hoffe, ihr kennt WoW, ich hoffe, ihr wisst, worum es ungefähr in dem Spiel geht. Wenn nicht, ich denke, ich werde es noch zu gegebenen Zeitpunkt noch, denke ich mal, erklären. Wer Erklärungen haben möchte zu den anderen Sachen, soll es mir bitte in den Kommentar schreiben oder sonstiges. Wir haben jetzt mittlerweile hier unsere Dämonen gekillt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch zum Dingens kommen. Wir können auch eine ganze Ecke an Mounts beschwören. Ich habe zig Mounts. Wenn man hier, ich habe wirklich sehr viele von den Viechern. Es gibt nämlich aber eine schöne Funktion in dem Add-on jetzt. Es gibt nicht dieses zufällige Lieblingsreittier beschwören. Ich habe da so einige in petto, sag ich mal, die ich ganz gerne reite. Unter anderem hier dieses schwarze Streitross, was ich damals in Classic-Zeiten zu WoW erworben habe. Was auch mir einen, ich würde nicht sagen Vorteil, also Ich sag's mal so, ich kann etwas mit meinem Account, was nicht viele können, da ich ein sehr alter Spieler bin. Aber wir gucken mal gerade kurz hier die Zwischensequenz. Moment. Sylana, Jace, Alari, findet den Schlüsselstein. Gut, dann aktivieren wir mal das Portal. Okay, die suchen jetzt aus dem Schlüsselstein. Wir sollen das Portal aktivieren. Muss ich zugeben, ich habe mich mit der Story nicht wirklich befasst, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Weil WoW für mich immer so ein Spiel war wie Quest machen, durchlaufen, fertig, weißt du? Deswegen, ja. Hier, das ist übrigens Backnon, wer das Addon nicht kennt. Also damit ich eine ganz große Tasche habe, sonst würdest du das immer in so einzelnen kleinen 20er-Taschen haben. Und das finde ich halt irgendwie sehr uneffizient. Deswegen hat, glaube ich, jeder Mensch, der WoW spielt, ein Back-Addon drin. In meinem Fall habe ich Backnon, das Addon heißt Backnon. Und wir müssen jetzt hier, wir haben ein Bonusziel, wir können jetzt hier die Legion killen, kriegen dafür 73 Gold. Ich meine, Gold brauche ich nicht unbedingt. Wir müssen hier diese Asche, diese Dinger müssen wir hier aktivieren. Das Gute ist, oder das Blöde zu meinem Leid ist leider, hier laufen noch ein paar andere Leute rum, die leider alles killen. Wie man sieht, das hier ist irgendwie alles tot. Was mich so ein bisschen ärgert, weil ich würde schon doch gerne ein bisschen was killen auf dem Weg. Das ist recht ärgerlich. Ich denke mal, so als kleine Special-Folgen werden wir dann auch mal meine Instanz zeigen, auch des Öfteren.
und vielleicht auch mal andere Sachen sehen, alte Schlachtzüge und sowas. Dann erzähle ich mir ein bisschen von meiner alten Zeit und sowas. Das können wir ganz gerne mal machen in so kleinen Special-Folgen, die wir vielleicht mal so zwischendurch mal machen. Abseits vom Leveln und sowas, damit man einfach mal auch ein bisschen Abwechslung ins Let's Play kriegt. Vielleicht kann ich doch dann mal meinen alten Account zeigen, weil das hier ist nur mein zweiter Account, den ich hier gerade nutze. Weil ich hatte keine Lust auf meinem eigenen Account, also auf meinem Standard-Account, das ganze Let's Play zu veranstalten, weil, ja, ich weiß auch nicht. Mir ist das schon quasi ein bisschen zu viel Eindringen in die Privatsphäre, kann man fast schon sagen, wenn ich hier dazu quasi schon fast schon genötigt werde. Moment, warte mal. Achso, ich muss da oben mal was machen. Sorry, ich habe hier irgendwas ein bisschen vergeigt. Ja, mich irritiert das hier sogar ein bisschen, dass hier irgendwie einer durchgelaufen ist und hat ja schon alles getötet. Finde ich ein bisschen Schwachsinn. Ach ja, im Übrigen, wie ihr natürlich schon längst gemerkt habt, ich spiele eine Nachtelfin. Man kann als Demon Hunter nur Elfen spielen, also sprich Blutelfen oder Nachtelfen. In meinem Fall würde ich halt nur Nachtelfen spielen. Ach lol, ach, ich musste den Teufelssäbler reiten. Sorry, das habe ich ganz vergessen. Moment. Das ist nämlich unser spezielles Mount für den Demon Hunter. Was er reiten kann, dieser Teufelssäbel. Finde ich übrigens ziemlich nice. Jetzt müssen wir uns mal da unten hin, wo wir gerade waren. Ich da ein bisschen verhaspelt gerade. Ja, quatschen und konstruktiv irgendwas machen ist manchmal schon schwer. Das ist ziemlich nice. Dieses Springen finde ich halt sehr cool. So. Auftritt der Illidari Aschenzungen. Das Benden. Was haben wir jetzt? Lasst sie frei. Genau. Unser Questziel ist eigentlich nur. Eignet eure Dämonenjäger. Einige Dämonenjäger sind jetzt erste Gefahr. Findet sie Seelenschlüssel und holt sie da raus. Wir müssen irgendwelche Kollegen befreien. Und hier müssen wir jetzt als Questziel den Typen da killen. Es ist übrigens. Damage Meter. Damit kann man immer den aktuellen Damage sich angucken, den man fährt. Das sagt einem halt an, hier siehst du halt den Schaden, den du komplett gemacht hast und hier den Schaden, den du per second machst, also den Schaden pro Sekunde. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können mal auf die Karte schon schauen, da sehen wir mal, wo wir hin müssen. Für die Quest Nummer 3 müssen wir in dem Bereich was machen, für die Quest Nummer 1 in diesem kleinen Bereich, der hier nur da ganz schwach wäre. Und für Quest 2 müssen wir da unten hin. Wir begnügen uns erstmal mit Quest 1 und stellen mal auf unser schickes neues Mount, was wir hier kriegen. Was ich natürlich schon habe, da ich schon einen Demon Hunter auf Level über 100 habe. Aber trotz alledem kriegen wir das noch einmal. So, wir müssen jetzt hier einen seelengeschliffenen Schlüssel finden. Wir kämpfen. Ja, aber nichts aushält, wenn er ein Lappen ist. So. Ja, Vergangenheit von mir, von WoW, kann man das schon mal ein bisschen anreißen. Was habe ich früher gespielt? Also zu Classic-Zeiten habe ich zum Beispiel damals Magier gespielt. War damals in meiner Gilde der Top Number One Verzauberer. Also ich wurde von meiner Gilde gepusht, alles zu verzaubern. Ich hatte nur nie Materialien, was die ganze Gilde abgefuckt hat. Aber was kann ich denn dafür? Ich meine, das ist halt auch nicht immer so preiswert gewesen, das ganze Zeug da zu farmen. Ich wurde halt immer nachgefragt, wie kannst du das und das verzaubern? Ja, kann ich. Hast du denn auch die Materialien? Nö, habe ich nicht. Das war immer, ja, sehr geil. Benötigt seelengeschliffene Schatten? Habe ich doch. Ich habe doch hier den Kollegen. Ach lol, ich habe was vergessen in den Einstellungen. Und zwar, das Schnellplündern reinzumachen. Denn normalerweise plündert man mit einem Rechtsklick alles bei mir. Und mit Shift dann nur gewisse Sachen. Jetzt habe ich sie aber umgestellt, dass man normal alles lootet und dann nur mit Shift Einzelsachen looten kann. Finde ich besser. Weil man will ja sowieso meistens immer alles direkt looten. Ja, hier oben schießt das Schiff auf mich, die Sau. Ich setze jetzt einfach mal hier in diese Meute rein. So. Ja, Demon Hunter lässt sich so ein bisschen spielen wie die Schurke, wenn du mich fragst. Also, weil der hat auch so eine Art Kombo-Punkte, sowas in der Richtung, so eine Art Kombo-Punkte-System. Wobei eigentlich lässt sich nicht wie ein Schurke spielen, sogar eigentlich eher wie ein Krieger, würde ich fast schon sagen. Da du so eine Art Wut hast, die sich aufbaut und die dann quasi in eine mächtige Attacke investieren kannst, lässt er sich schon fast spielen wie so ein Krieger. Ich besitze mir nun auch jede Klasse auf über 85.
zu meinem Bedauern, muss ich sagen, 85, weil ich noch einen Hexer habe, der noch nicht über 90 ist. Ich habe das Spiel im Übrigen auch, muss man sagen, ich habe das Spiel damals zum, achso, Leute, greift mich an. Das Spiel damals aufgehört, als ich mit dem Let's Play angefangen habe, da habe ich damals aufgehört zu spielen in World of Warcraft. Das war dann zu Pandaria-Zeiten, zum vorletzten Add-on. Das ist jetzt schon das... Moment, lass mich kurz durchrechnen. Wie viel Add-on ist das jetzt? Burning Crusade, War of the Lich, Katza, Pandaria, Warlords... Ja, das sechste Add-on ist das jetzt mittlerweile schon. Krass, das sechste Add-on von WoW. Es ist wie lange ist dieses Spiel schon? Wenn ich überlege, dass das Spiel schon über 12 Jahre auf dem Buckel hat. Das Spiel ist 2004 rausgekommen. Wir haben jetzt fast schon wieder Ende 2016. Das ist der Shit, wie lange sich dieses Game eigentlich nur hält. Und es wurde ja immer wieder verändert, immer wieder neu gemacht und verändert. Und ach, wenn ich überlege, was es damals alles gab, was es heute schon nicht mehr gibt, das ist der Wahnsinn. Unter anderem sollte ja auch der Demon Hunter ja hier eigentlich, das war zumindest damals der Plan, bevor der Todesritter rauskam zu War of the Lich King, wollten sie ja eigentlich Heldenklassen einführen, unter anderem auch einen Demon Hunter und Todesritter und sowas. Da haben sie sich dann dazu entschieden, dass sie doch komplette Klassen drauf machen. Ja gut, wenn es denn sein muss. Ich habe übrigens eine Kausalität erkannt, in den Add-on-Reihe, oder in der langen Add-on-Reihe, die es im Spiel gibt, habe ich so eine gewisse kleine Kausalität entdeckt. Und zwar, es gibt zu jedem zweiten, also jedes zweite Add-on hat irgendwie eine neue Klasse oder Rasse dabei. In dem Fall hat es jetzt bei, hat es mit Roth Glitchkin damals angefangen. Und zwar, wenn du es so willst, du hast das, der SS-Add-on, Burning Crusade, hattest du damals keine neue Klasse, du hattest einen neuen Content. Dann gab es mit Roth Glitchkin, gab es eine neue Klasse. Dann kam das nächste Addon, das war dann Cataclysm. Da gab es wieder keine neue Klasse. Dann gab es mit Pandaria wieder eine neue Klasse. Ne? Das zweite Addon, wieder eins dazwischen Platz gelassen. Dann kam jetzt Warlords of Draenor wieder raus. Ne? War auch wieder nichts dabei. Und dann jetzt wieder Legion. Und da ist wieder eine neue Klasse dabei. Also ich habe da so eine gewisse Kausalität erkannt. Das heißt, man kann sich in den nächsten, also aufs übernächste Addon schon wieder freuen, weil da gibt es wieder was Neues scheinbar. Wieder eine neue Klasse. Guck mal, was sie da einführen werden. Ich fände mal wieder eine Klasse cool, die wieder mal nur Schaden macht, weil sowas gab es irgendwie schon lange nicht mehr. Irgendwie kann immer alles, was neu eingeführt wurde, tanken, Schaden und heilen, irgendwie immer alles zusammen. Wobei es beim Demon Hunter jetzt nur Tank und Heal ist. Jetzt bin ich hier quasi am Rumreden. Ich bin einfach nur am Töten. Ja, ich weiß, es ist auch vielleicht ein bisschen eintönig so, ich bin nur am Labern und man sieht das Spiel und langweilig und ja, das Problem ist halt, ich nehme halt A zu einer Zeit auf, wo fast schon keiner mehr online ist, weil ich gerade noch ein bisschen Bock auf WoW habe und dieses Projekt schon ewig lange starten wollte und zudem ist, ja, momentan spielt es auch keiner von meinem Freundeskreis, die haben da so wirklich keinen Bock drauf. Sven hat sich das Spiel zwar geholt, aber zockt es halt auch nicht momentan. Deswegen, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, wie das jetzt halt online aufzunehmen. Und das kann ich dann quasi machen, wenn ich Bock habe. Und das ist halt dann jetzt etwas gegen Abend, ne? So, jetzt haben wir die Nagas geholt. Also noch zum letzten Portal. Dann es sind nämlich drei Fraktionen, die wir quasi in unserem Kampf beteiligen. Der letzte war dann halt da unten, bei diesem etwas zu groß gewordenen Infernal da hinten, diesem Typen hier. Nehme ich eigentlich die Maus auf? Moment, ich muss mal gerade kurz gucken. Wir tappen mal gerade ganz kurz aus WoW raus. So, wir hören gerade keinen Sound wahrscheinlich gerade. Nee, halt Mauscursor habe ich nicht drin. Alles klar, man sieht die Maus, das ist schon mal gut. Das heißt, man sieht, wenn ich der hier klicke, ist gut. So, jetzt müssen wir den... Ach, den Typen müssen wir den killen. Alles klar. Und da ist schon ein anderer Demon Hunter dran. Auch ein Nachtelf, aber männlicher. Übrigens, einer spielt sehr gerne weibliche Klassen irgendwie in WoW. Dass du in den letzten Wochen jetzt so gemerkt, wo ich WoW spiele, dass mir einfach mittlerweile weibliche Klassen lieber sind irgendwie. Ich meine, ist halt einfach so. Ich meine, muss man sich ja nicht für schämen, wenn man gerne lieber weibliche Charaktere spielt. Da gibt es eine ganze Menge Leute auf der Welt, die das nur so machen. So, dann wirst du ja auch schon gleich nicht mehr tot sein. Danke, dass du dein Leben gefristet hast. So, dann wieder auf ein zufälliges Mount. Oh, das war Dürer als schönes Streitmount. Oh, nicht wahr, du?
Das hat man damals gekriegt, wenn man ein bisschen Diablo 3 für bestellt hatte. Nee, also das Mount hier hat man zum Beispiel damals bekommen, als man, wie ich gerade schon erwähnt hatte, in relativ dämlichen sächsischen Akzent. Das hast du damals gekriegt, wenn du Diablo 3 vorbestellt hattest. Das ist das Reitmount von Tyrael, der ja mit einer Hauptcharaktere im Spiel ist. Und oh, das besitze ich heute. Ja, mein Account birgt so einige Sachen noch, verbirgt noch so einige Sachen, die ich kann, die viele Leute wahrscheinlich nicht haben. Unter anderem vielleicht auch das Reitmut hier einfach, weil das haben wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder. Du Sau, stirb du gerade. Ach, ich habe ja mal einen neuen Skill hier. Uah, ein Todesblick. So, der ist nämlich auch ziemlich geil, dieser Todesblick. So, erstmal Quests abgeben. Hier kriege ich schon mal eine neue Brust, das ist schon mal gut. Und was können wir hier noch? Weil sonst kriege ich nichts. Ich könnte im Übrigen auch, fällt mir gerade ein. Ach, Moment, wir gucken erstmal das Ritual an. Sekunde. Es befinden sich Dämonenjäger auf meiner Welt, Beliasch. Das ist ungeheuerlich. Meine Erida beschwören Dämonen, um ihnen in den Rücken zu fallen, eure Hoheit. Lasst sie den Vulkan nicht betreten. Der Schlüssel zu den Welten der Legion darf nicht in ihre Hände fallen, Beliasch. Ich kümmere mich persönlich um ihren Anführer, Königin. Tut das! Mann, die Alte ist ganz schön hässlich. Muss ich schon sagen, so Dämonen sehen nicht gerade wirklich zum Anbeißen aus. Ich könnte auch, wenn ich wollte, wir nehmen gerade nochmal hier die ganzen Quests an. Ne, wir gucken jetzt nicht unbedingt rein, was wir da machen müssen, weil wir können es eh mal hier nachlesen, was wir genau machen müssen. Im Übrigen können wir auch unsere neue Brust anziehen, denn wir haben jetzt gleich eine schicke neue Brust an. Achtung. Zack, jetzt haben wir nämlich eine Art Tunika an. Ja, genau. Hey, der wird angegriffen. Haha. Ja, jedenfalls. Ich könnte, wenn ich wollte, sogar meine Erbstücke rausholen. Ich habe nämlich fast jedes Erbstück irgendwie. Also zumindest von den Kleidern oder sowas. Ich habe ja auch alles schon auf 100, so wenn ich möchte. So einige Sachen natürlich noch nicht, weil wofür. Aber hier zum Beispiel, ich habe ein komplettes Set, das könnte ich jetzt mit Level 100 ausstatten. Aber selbst die billigen grünen Items sind hier schon besser wie meine Erbstücke. Das ist natürlich dann richtig gay. Heißt, es nützt mir dann sowieso nicht, hier mit Erbstücken rumzulaufen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Ende hier. Wir werden in der nächsten Folge dann hier weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir bitte einen Kommentar da, wie ihr das Projekt findet. Wollt ihr davon mehr haben oder denkt ihr, oh, es lohnt sich nicht so als Let's Play Projekt? Lasst es doch lieber. Werde ich mal wieder durchlesen. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen, denn ich will so eine kleine Aufnahmesession jetzt machen, um einfach mal ein paar Folgen zu haben. Und dann werde ich mal auf eure, quasi auf eure Resonanz warten zu dem Projekt. Wie gesagt, also ich habe halt wirklich eine Menge vor mit dem Projekt, weil WoW ist ein sehr großer Teil meines Lebens gewesen. Ich habe wirklich eine Menge vor. Ich möchte viel zeigen, viel Einblick gewähren in meinen anderen Account. Ich will auch mal meinen anderen Account zeigen, was ich da so alles habe, was ich so Spezielles anderes kann, wie vielleicht nicht jeder kann und sowas. Ich hätte wirklich eine Menge auch zu erzählen einfach in WoW selber. Und vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir den Sven dazu kriegen, auch mal ins Projekt noch einzusteigen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Übrigens, dass ihr uns mal eine Experience zeigen, wollte ich mal gerade erwähnen. Wir haben jetzt schon 70% geschafft von 98. Bing, Daumen nach oben wollte ich da mal gerade erwähnen. Habe ich hier gerade quasi hochgezeigt, hat aber keiner gesehen, weil ich keine Kamera nutze. Ja, ich weiß, wahrscheinlich wird auch der eine oder andere, dass ich eine Kamera nutze, aber habe ich auch nicht wirklich Lust, so muss ich zugeben. Egal, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffentlich hattet ihr ein wenig Spaß. Und lasst mir doch bitte, wie gesagt, Kommentar zu diesem Projekt da, ob ihr davon mehr sehen wollt oder nicht. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu ein bisschen was zu sagen hattet. Also würde ich sagen, mit einem wunderschönen kleinen Bild hier verabschieden wir uns. Und ich würde sagen, vielen Dank, bis dann. Tschüss.